Liebe an der Demokratie interessierte Mitbewohner Österreichs, ich darf euch zunächst einen kurzen Film präsentieren. Der stammt nicht von mir, sage ich gleich dazu, aber er sagt sehr vieles aus. Ja, Marxismus ist echt eine gute Brille, sozusagen, um ökonomische Zusammenhänge gut verstehen zu können. Was dort vorgeht, wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herumspazieren. Prüfen und beurteilen Sie, die wahlwerbenden Parteien, bitte auch danach, was sie aus den Menschen hervorholen. Wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Und dann holen sie selten das Beste in uns hervor. Das FPÖ, ich höre es auch von den Impfgegnern, das sind ja Volksverräter. Daran kann man ganz gut erkennen, ob es sich um konstruktive Kräfte handelt oder nicht. Dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Ja, ich wünsche mir Vernunft für unsere Heimat. Und wer keinen grünen Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen. Denn es wird auch eine Zeit nach der Wahl geben. Und da sollten wir alle einander noch in die Augen sehen können. Genug gesehen? Das ist es, was die großen Parteien, die in den Regierungen sowohl Bundes- als auch wienweit sitzen, über uns Menschen denken, wie sie mit uns umgehen wollen. Wollt ihr weiterhin, dass solche Parteien Entscheidungen treffen, ohne an die Bevölkerung zu denken? Wollt ihr, dass sogenannte Berufspolitiker nicht im geringsten an die Interessen des Volkes denken? Wollt ihr, dass übergeordnete internationale Organisationen, wie eine WHO zum Beispiel, in unser aller Leben rigoros eingreifen darf, ohne echte Gründe dafür zu haben? Oder wollt ihr eure Meinung aktiv in die Demokratie, in die Entscheidungen für das Volk einbringen? Wenn ja, dann seid ihr bei uns richtig. Schaut euch bitte die Internetseite www.dempo.at an. Also nochmal, www.dempo.at. Dort findet ihr alles Wissenswerte über unsere neue Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, eure Interessen stark zu machen, eure Meinung zu berücksichtigen bei all dem, was für unser Land geschieht. Übrigens, solange der Mensch so mit seiner Umwelt umgeht, brauchen wir über Klimaziele oder Klimaneutralität erst gar nicht zu diskutieren beginnen, oder? Ich freue mich darauf, euch vielleicht wiederzusehen oder euch als Interessenten begrüßen zu können.